Guten Abend. Hallo ihr Lieben. Ich weiß, dass das erst ein bisschen später angezeigt wird, deswegen warte ich mal kurz, wer reinkommt. Ja, ein ganz neues Format, die Herzensstunde. Wir nutzen am Anfang erstmal ein Thema. Also heute bin ich hier noch alleine. Mal gucken, wie es nächste Woche ist, ob jemand aus Münster Lust hat zu kommen. Also wenn du dich für nächste Woche anmelden möchtest, den Dienstag 19 bis ungefähr 20 Uhr hier in Münster in der Mühlenstraße, dann schreib mir im Messenger. Ich freue mich natürlich, wenn du hier live dabei bist. Ansonsten online, ich freue mich, dass wir hier wieder was Wöchentliches auf die Beine stellen und bin gespannt, wo es uns hinführt. Ich freue mich auf einen herzoffenen Austausch am Anfang. Also du darfst gerne was schreiben oder dich sogar live mit reinschalten, wenn du magst. Und dann meditieren wir einfach 15 Minuten. Ja, stille Herzensmeditation oder mal gucken. Vielleicht am Anfang geführt und dann still. Also ich mache jetzt hier schon mal Kerzen an. Mal gucken, ob jemand reinkommt. Genau, wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Sarina Dorothee Rottmann, Herzheilerin, spirituelle Mentorin und ich bin ziemlich unkonventionell mit meinen Methoden und wenn du merkst, du brauchst Orientierung in deinem Leben oder jemanden an deiner Seite, der dir Mut macht, der dich inspiriert und ja einfach einlädt in ein Leben oder in ein Leben mit Liebe, im Frieden, im Sein und das ist auch, glaube ich, nehmen wir das erste Thema mal. Also momentan ist ja die Welt im Außen ziemlich verrückt, sagen wir es mal so. Es ist einfach verrückt da draußen. Und die Meditation ist einfach ein Mittel, um auszusteigen. Und das würde ich sagen, ist das Einzige, was du tun darfst momentan. Dich vom Außen unbeeinflussbar machen, also aussteigen. Und das geht nämlich in der Herzensmeditation sehr gut oder was auch immer du für eine Meditation für dich wählst. Das kann eine Tanzmeditation sein, das kann eine Singmeditation sein, das kann ein Spaziergang im Wald sein, das kann Musik machen sein. Also es gibt auch einfach meditative Tätigkeiten, die für die Menschen sind wie Meditation. Also das muss nicht immer hier am Altar sein mit zwei Kerzen, sondern das kann einfach das sein, ja, was dein Herz dir sagt oder was dein Impuls dir vorgibt, was jetzt in dem Moment gut wäre. Und in der Ruhe liegt die Kraft und in der Stille hören wir unser Herz. Und darum geht es gerade. Aus dem Außen, aus diesem Irrsinn da draußen auszusteigen und ganz im Hier und Jetzt zu sein. Und in diesem Hier und Jetzt merken wir, alles ist gut. Und aus diesem Alles ist gut kann ich spüren, was das Nächste ist, was ich tun kann. Oder vielleicht ist es auch nichts tun. Ja? Was ich sagen kann oder was ich auch nicht sagen kann. Also traut euch, euren Impulsen zu folgen. Stefania, du bist, glaube ich, dabei. Du kannst ja mal überlegen, ob du eine aktuelle Frage hast oder ein Thema, wo du einfach was fragen möchtest oder worauf du Lust hättest, einen Impuls von mir zu bekommen. Also das soll der Sinn des Ganzen sein. Also Satsang ist einfach ein Austausch, ein Zusammensein, wo es einfach um ein Herauskristallisieren von Wahrheit geht. Und jeder von uns hat seine eigene Wahrheit. Und im Außen finden wir nur Bruchstücke von Wahrheit. Deswegen ist mein Tipp, glaub niemandem mehr irgendwas in den Medien. Weder in der Zeitung, noch im Radio, noch im Fernsehen, besonders in den Nachrichten. Nichts ist, wie es scheint, zurzeit. Und das ist einfach für uns Menschen schwierig auszuhalten, weil das kennen wir nicht. Wir orientieren uns gerne im Außen und das, was uns da gerade bietet, ist eine absolute
Orientierungslosigkeit, in der Verwirrung, die natürlich auch eine Taktik ist. Wenn ihr so ein bisschen verfolgt habt, was ich so die letzten Monate so fabriziert habe hier auf Facebook, dann solltet ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen haben, dass es einfach momentan um ganz viel Hingabe geht. Also Ausstieg aus dem Außen und die totale Hingabe an einen selber. Stefania schreibt, ich wollte dir nur lauschen, verbunden sein. Ja. Und ja, das sind wir. Wir sind verbunden. Über unsere Herzen sind wir verbunden, ob uns das bewusst ist oder nicht. Alles ist Energie. Und wenn wir uns mehr Stille schaffen, fühlen wir das auch, dass alles Energie ist. Und dass wir eher einen Rückschritt machen dürfen, zurück zu unserem wahren Sein. Ja, in der Tiefe, in unserer Essenz sind wir Liebe, sind wir Licht. Und wir wählen momentan die Form des Menschseins hier auf der Erde, um uns zu erfahren. Und da sucht sich jeder seinen eigenen Weg, seine eigene Wahrheit und seine eigenen, sagen wir mal, Mitkreateure. Also jeder, der uns begegnet, ist ein Stück weit Teil unseres Spiels. Ja, Schauspiels, in dem wir uns begegnen, sind wir entweder Lehrer oder Gelehrter. Das ist eigentlich in jeder Begegnung so. Entweder wir lehren oder wir dürfen lernen. Und wenn wir so an das Leben herangehen, so offen, so herzoffen wie möglich und hinkommen zu dem, ich bin Liebe, und wenn ich spüre, ich bin Liebe, kann ich sehen, dass der andere auch Liebe ist. Und wenn ich sehen kann, dass der andere auch Liebe ist, kann ich sagen, ich bin du und du bist ich, wir sind eins. Und in diese gefühlte Einheit dürfen wir alle hinein. Stefania schreibt einen Impuls zu, wie schaffe ich es noch mehr in meine Fülle. Also momentan geht es ja sehr um die innere Fülle. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Wie sehr fühle ich, dass ich Liebe bin? Wie sehr fühle ich, dass ich Frieden bin? Wie sehr fühle ich, dass ich Licht bin? Und das ist die Essenz. Und die Essenz ist göttlich. Und das ist Fülle. Die innere Fülle. Genau, wie schaffe ich es dahin? Also im Grunde genommen setzt du dich dazu sehr unter Druck. Also wir können das nicht schaffen, sondern wir können es nur sein. Hilft dir das? Also wir sind da alle schon in unserem göttlichen Potenzial, aber quasi die Verbindung, dass wir es bewusst haben, die ist noch nicht, sagen wir mal, stabil oder noch nicht durchgängig oder noch nicht komplett klar oder wie soll ich sagen, in der Verbundenheit sind wir alle. Aber wie sehr ist es uns bewusst und wie sehr fühlen wir das? Und das möchte ich gleich mit euch in der Meditation machen. Vielleicht machen wir heute mal zum Einstieg eine geführte Meditation. Diese Verbundenheit fühlen. Und wenn wir fühlen, dass wir eigentlich alle eins sind und spüren, wie viel Reichtum in dieser Herzkraft und in diesem göttlichen Potenzial liegt, dann sind wir reich, dann sind wir in unserer inneren Fülle. Und das dürfen wir im Grunde genommen ausstrahlen. Ja, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Danke, ja genau, ich verliere mich in meinem Fühlen der Fülle. Und was ist, wenn es gar kein Verlieren ist, sondern einfach ein sich wahrnehmen in dieser Grenzlosigkeit, in dieser Grenzenlosigkeit, in dieser Unendlichkeit? Vielleicht hilft dir das, indem du es quasi im Bewusstsein drehst, dass im Grunde die Grenzenlosigkeit ist. Grenzenlosigkeit ist unendlich. Und wenn du da bist,
und das weißt, dass es keine Grenzen gibt. Und wir haben ja so gerne Grenzen. Ja, der Körper, der hat Körpergrenzen. Ja, meine Wohnung hat Wände oder das Haus hat eine Grenze. Ich fühle mich hier geborgen. Aber ich fühle mich auch in meinem Herzen in dieser unendlichen Weite geborgen. Guck mal, ob das dir schon hilft, dass wenn du in diese Unendlichkeit gehst, dass es nicht ein Verlieren ist, sondern einfach nur ein Spüren dieser Großartigkeit, dieser absoluten Weite. Und das sind oft so diese Lichtmomente. Dieses, oft, also wenn ich das mal wieder so in dieser körperlichen Fülle spüre, diese Unendlichkeit, dann kriege ich ganz oft Gänsehaut. Oder merke, wie mein Herz hüpft wie mein Herz die ganze Welt umarmen möchte. Das ist so dieses Gefühl dieser Grenzenlosigkeit aus dem Herzen heraus. Ja, ich kann das spüren in meiner Stille und dann vergesse ich es im Alltag. Ja, genau. Und das ist was, das kriegen wir in den Griff, wenn wir uns erinnern. Also wenn du dir am Tag, keine Ahnung, in deinem Alltag kleine Rituale schaffst, in denen du dich mal eben kurz an deine Unendlichkeit erinnerst, an deine grenzenlose Großartigkeit. Und das, also ich mache ganz oft Hand aufs Herz. Ja, wenn ich, was weiß ich, irgendwas bringt mich aus der Fassung, mache ich immer diese Bewegung, Hand aufs Herz. Und schon spüre ich meine innere Fülle. Und dann kannst du ja gucken, was ist das für eine Handbewegung, was ist das vielleicht für eine Kurzmeditation. Eine Kurzmeditation ist für mich auch an der roten Ampel stehen, irgendwo sitzen und warten müssen, Augen schließen, innerlich lächeln und äußerlich lächeln, atmen. Kurzmeditation im Alltag. Oder in der Mittagspause der Spaziergang im Park oder im Wald und ich setze mich mal eben an den Baum oder lehne mich an den Baumstamm. Das sind so Ideen, die ihr einfach mitnehmen könnt in den Alltag. Namaste, du Liebe. Und nehmen wir doch das Gefühl einfach und meditieren darüber. Das finde ich super. So. Ich gehe mal rüber hier aufs Bild, sodass ihr die Kerzen seht. Ich sitze aber hier und leite an. Genau, nimm dir einfach 15 Minuten Zeit. Und ich glaube, dass wir auch gar nicht eine ganze Stunde voll machen heute, sondern einfach nach der Medi in die Stille gehen. Okay, du suchst dir einen ruhigen Platz, wo du dich zurückziehen kannst. Du stellst alle störenden Geräusche aus. Und hast guten Kontakt zum Boden, entweder mit dem Schneidersitz auf deinem Meditationskissen oder auf dem Stuhl. Und die Füße haben guten Kontakt. Die Hände liegen mit den Handflächen nach oben auf dem Oberschenkel. Zeigefinger und Daumen liegen aufeinander. Und du atmest ein und aus. Und kommst ganz an im Hier und Jetzt. Mit jedem Atemzug wirst du ruhiger. Und mit jedem Atemzug kannst du erstmal all das, was dich vielleicht belastet, vom Tag ausatmen. Du
Du schaltest dein Herzenslicht an. In der Mitte deines Brustkorbes. Und du weitest das Licht aus. Über die Körpergrenze hinaus. Du bist selbst ganz erfüllt von deinem eigenen Licht. Und geh mit dem Licht so weit du kannst über die Körpergrenzen hinaus. Du berührst dein ganzes Gebäude, wo du gerade bist, die ganze Straße, die ganze Stadt, das Dorf. Du berührst mit deinem Licht das ganze Land, die ganze Welt. Und geh mit deinem Licht bis in die unendlichen Weiten des Kosmos. Das bist auch du. Und spüre, was das mit dir macht.
Und dann kommst du mit deinem Bewusstsein wieder ganz zurück ins Hier und Jetzt an dem Platz, wo du bist. Und du atmest ein paar Mal ein und aus. Öffnest die Augen in deinem Tempo. Und spürst dich wieder ganz in deinem Körper. Nimmst das, die Energie einfach auf das Maß zurück, was angenehm ist für jetzt, heute. Genau, und ich hoffe, es geht dir gut. Denk immer dran, im Hier und Jetzt ist alles gut. Und auf jede Frage ist Liebe die Antwort. Und wenn du Begleitung brauchst in deinem Leben, dann schreib mir eine Nachricht. Namaste.